Hey Leute, und herzlich willkommen zurück hier mit meinen zwei kleinen Wölfen. Ja, Problem ist, jetzt müssen wir die irgendwie hier runterkarren und dann mit dem Schiff da hochfahren. Aber ich hoffe mal, dass das irgendwie einigermaßen gut geht. Können Sie da runterlaufen eigentlich oder geht es jetzt dann gleich hops? Okay, sie können hier nicht runterlaufen. Habe ich mir fast schon gedacht. So, da muss ich erstmal irgendwie einen Weg von dem Berg hier runter finden. Mann. Da geht's schon mal nicht runter. Mal mit, Jungs. Wir werden schon irgendwie einen Weg hier runter finden. Kann ja normal nicht so schwer sein, hoffe ich. Muss nur aufpassen, dass wir weder einen Steingolem noch hier einen Drache finden. Aber da können sie ja schon runter, oder? Wölfe? Jungs, ihr könnt's da auch nicht runter, ja, Junge, dann sehe ich aber langsam. Ah, ein Junges. Kann ich das auch mitnehmen, oder? Wahrscheinlich nicht. Mann, wie komme ich jetzt da wieder runter? Ihr vielleicht. Okay, da lang können sie, aber die können definitiv. Ich komme hier niemals runter. Ja. Irgendwie. Ich sag nicht, dass sich die so anstellen. Jetzt kommt's runter, Jungs.
Okay, dann wären wir schon mal hier. Dann hätten wir fast schon die halbe Miete geschafft. Jetzt ist nur die Frage. Komme ich da jetzt wieder runter? Ich will eine Treppe bauen. Ja, es könnte doch klappen. Kommt, Jungs. Ja, Bro, was geht bei dir ab? Mit. Also geht doch. Jetzt bin ich immer noch nicht unten. Oh Mann. Aber immerhin ist es nicht mehr allzu weit. Graben uns halt jetzt hier mal runter. Ja, kurz Ausdauer regenerieren. Was habe ich eigentlich alles dabei? Was will ich denn mit Steinen? Brauche ich nicht. Gutes Essen haben wir wieder mitgenommen, das wir gefunden haben. Jetzt hierher geschafft. Jetzt müssen wir in der Tat nur noch hier runterkommen. Und dann sollte es endlich geschafft sein. Das ist ja ein Act hier. Ja, wenn sie dann mal bei uns im Käfig sind, aufs Schiff zu laden und dahin zu fahren, das sollte dann eigentlich nicht mehr das Problem sein. Mit einer kleinen Zwischenverpflegung. Komm, gönn dir mal ein bisschen. Genau. Eine Back da oben fest. Komm mal runter. So, du bist fröhlich. Da drüben liegt was zu beißen, Bro. Erstmal was. Komm. Du's schon. Gut. Beide gegessen, dann nehmen wir das Fleisch wieder mit. Und jetzt nur noch da runter. Und dann haben wir unsere zwei Wölfe endlich von dem dämlichen Berg runter. Habe ich mir auch echt eine super Stelle ausgesucht. Gefühlt den höchsten Berg. Nein.
Ja. Jungs, euch geht's gut, oder? Ja, gut. Also, Kommando mit. Kommen. Ja. Ich dachte schon, ich schaff's nicht mehr, hey. Essen können wir leider nichts. Gut, die laufen einem jetzt einfach schön brav hinterher. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht irgendwo reinrennen, wo wir besser nicht reingerannt werden. Da war mal der Troll. Aber der ist weg, wie es aussieht. Ja, gut. Mit dem Troll würde ich mich jetzt in der Tat nicht unbedingt anlegen wollen. Ich hätte zwar an sich kein Problem damit, weil ich den, glaube ich, ganz gut wegbekommen würde. Aber... Jungs, komm. Ach so. Jungs. Alter Schwede. Ja, habt ihr fein gemacht. Ja, jetzt kommt mit. Ich kann doch nicht jedes Mal anhalten, wenn wir ein Reh sehen. Hier sind zum Glück keine Skelette. Wölfe. Nein. Nicht schon wieder. Wölfe. Komm. Jungs. Wo ist es brav? Immer schön dem Papi hinterher. Wenn wir endlich mal was essen, dann regeneriert sich der ganze Spaß auch ein bisschen schneller. So, da sind sie noch. Dann hätten wir wenigstens mal die vom Berg runter geholt und hier rüber gekarrt. Mal schauen. Normalerweise müsste eine Abkürzung auch irgendwie drin sein. Ja, wieder super Wetter. Und man sieht gefühlt gar nichts. Sehr schön. Okay, so viel zum Thema Abkürzung. Ist auch schon egal, Freunde, ganz ehrlich. Dann schleppen wir die beide eben so komplett heim. Die Wölfe schon gut abgehen, würde ich sagen. Wir müssen jetzt wirklich nur aufpassen, dass wir beide heil nach Hause bringen. Es wäre nämlich sonst wirklich ultra beschissen. Ach, jetzt habe ich nicht mal meine Tränke dabei, sonst hätte ich gesagt, ich schmeiße mir einfach schnell einen Ausdauertrank rein. Kleinen Weg müsste ich doch normalerweise auch so schaffen, oder? Jungs.
Tim und Strubi habe ich sie gerade getauft. So. Und dann kommt mal mit, Freunde. Ich sehe halt wieder gar nichts. Jetzt. Einfach mitkommen. Nicht das Reh jagen, nein. Einfach mit mir mitkommen. Oh nein. Gott sei Dank. Ich sollte nicht mehr zuhauen, Mann. Ich habe irgendwie Angst, dass ich den Wolf triff und ihn hier in zwei Hälften schneid. Aber gleich haben wir es geschafft. Ach du Scheiße. Leben noch alle. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jungs, mitkommen. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass da auf einmal hier eine Massenschlägerei stattfindet. Jetzt können wir mal hier wieder speichern. Kommt mit, Jungs. Genau, bald haben wir es geschafft. Essen kann ich leider immer noch nichts. Das wäre jetzt auch mies, wenn du irgendwie nochmal kommen würde. Du wirst gejagt. Da müssen gefühlt meine zwei Wölfe. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Essen kann ich nichts. Trank habe ich auch keinen dabei. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nicht gedacht, dass ich hier rumgehen muss. Ich habe halt gedacht, ich kann da einfach runter und der Fall ist erledigt. Einfach hier lang, Freunde. Ignoriert die Skelette einfach. Sehr gut. Gut, den können wir leider nicht ignorieren. Der steht genau vor uns. Aber zum Glück haben wir eine ordentliche Klebe. So, da lang. Und hier steht schon wieder so ein Kollege rum. Da. So, jetzt kann ich wieder eine Kleinigkeit essen. Jetzt müsste es nochmal wieder. Ah, da hinten war der Odin wieder. Er beobachtet uns. Gehen wir einmal hier durch. Wölfe, Wölfe, Wölfe. Hallo. Nee. Könnt ihr nicht einfach mir nachlaufen? Würde mir schon reichen. Ihr müsst mich nicht verteidigen. Einfach bloß mir nachlaufen. Ja. So, jetzt haben wir es schon geschafft. Nach unzähligen. Gut, Versuche waren es ja nicht, aber. Ich glaube wirklich, ich laufe hier seit. Na, ich glaube, ich kann die Folge hier fast schon beenden. Oh, rein da. Ja, ich würde sagen, hier kommt es da nicht zur Tür rein, oder was? Hallo. Ja, komm. Komm. So ist brav. Genau. Bleiben. Bleiben. So. Jungs.
habe das Prinzip, glaube ich, nicht verstanden von bleiben. Ah, bleibt. Gut. So, jetzt gibt es hier ordentlich Futter. Nein, du bleibst. Und du bleibst. Gut. Essen haben wir ordentlich hingeschmissen. So. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich werde nicht mehr fertig. Ich komme nicht mehr an, ey. So, dann packen wir einmal den hier her. Den Rest können wir wieder verstauen. Dann packen wir einmal noch das Schild da unten rein. Da. Reparieren unser Zeug. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal pennen. Und dann wird es das auch schon fast für diese Folge gewesen sein. So. Neuer Tag. Fleisch haben wir genügend reingeschmissen. Okay, und das ist also... Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Baum hier stehen haben will. Lol. Jetzt liegt das Fleisch unterm Baum, oder was? Ah, jetzt hat's. Gut. Das mit dem Baum, wie gesagt, das können wir uns tatsächlich mal überlegen, weil mit dem... Sonderlich schön schaut er jetzt auch nicht aus, muss ich sagen. Naja, das können wir uns ja mal noch überlegen. Ich würde jetzt erstmal hier an dieser Stelle die Folge beenden. Und in der nächsten Folge werden wir dann unsere zwei Wölfe von hier mit dem Schiff hier lang. Da gibt es wahrscheinlich vielleicht auch eine schnellere Route. Hier irgendwo an Land bringen. Und dann werden wir das hier reinbringen, die zwei Stück, damit sie in der Kammer stehen. Und dann können sie sich schön vermehren. Gut, Freunde, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Bewertung freuen. Ich hoffe, ihr findet die Idee dann auch so cool wie ich und es klappt auch so gut, sie umzusetzen, wie ich es mir gerade vorstelle. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Stevie B. Ciao.